So, machen wir mal weiter. Wir sind kurz vor 112. Catherine Brachtmes Palais. Brust 280, Kopf 280. Ja, dann nehmen wir die Brust. Der Gegner in den eigenen Reihen. Heißt, wir haben jetzt noch zwei Sachen, die wir hier in... wie heißt das? Trust? Ne, Boralus Trust. Wie heißt das denn hier? Tiragadesund machen müssen. Hier drüben könnten wir jetzt für ein anderes Gebiet die Quest annehmen. Aber wir werden hier im Tiragadesund weiter questen, beziehungsweise wir geben erstmal draußen die Quest ab. Und ach du ja, schön. Wo war die Bank? Also seit meiner letzten Aufnahme sind auch schon wieder irgendwas um die anderthalb Wochen, glaube ich, vergangen. Da nicht. Da auch nicht. Ich glaube, hier oben. War das hier gewesen? Gastwirt. Ah, Mist. Wo ist denn die blöde Bank? Pandarische Küche. Bank, 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 Bank. Hallo? Ich habe aufgemountet. Ja, WoW hat wieder gehangen. Da drin. Nö. Hier drin. Wo war denn die Bank? Gildenhändler. War die hier oben? Ich frage jetzt eine Wache. Moin, moin. Bank. Da hinten. Alter Schwede, gibt's hier viele Quests. Wieder. Wir machen hier mal zu. Ah, hier unten. Ah ja. So. Wir schauen mal. Ich habe vergessen, hier die Taschen auszuräumen. Mist. So. Wir tauschen die mal aus. Und erstmal verkaufen wir. Gehört alles zum Let's Play dazu. Deswegen machen wir das online. Normal wollte ich das offline machen, aber... So, alles, was ein Goldstück dran hat, wird verkauft. Das sind dann eh die Sachen, die keine Sau braucht. So, das müsste alles gewesen sein. Gut, dann einmal wieder runter. Ja, meckert ruhig. Und wir machen jetzt das meiste hier in die erste Tasche erstmal. Schaldereiseide. Kommt hier rein. Die Beine. Die. Wir machen wirklich erstmal alles hier rein. Säckchen mit geplünderten Juwelen. Da müssen wir dann nochmal gucken. Das weg, weg. Die lassen wir erstmal da. Das sind Mats. Haustierglücksbringer. Questgegenstand. Hierhin. Zorn des Lichts kann weg. Questgegenstand. Fleischige Keule. Hose. Ja, wie gesagt, erstmal alles und wir können das später dann noch entzaubern. Das Zeug, hallo. Leder. Was? Wirft das Flächenpistol um am Zielort ein alchemistisches Feuer. Okay. Füße. Rücken. Unsere alten Sachen machen wir auch erstmal hier rein. Entschuldigung.
So. Der Ring. Das Schmuckstück 209, naja, das ziehen wir auf jeden Fall an. Und zwar für das hier. Sehr schön. Dann noch ein alter Ring. Noch ein Questgegenstand. Und noch ein Schmuckstück. Hier die Schatzkarten machen wir auch erstmal hier rein. Ja, da müssen wir noch mal genauer gucken, was das genau ist. Man sieht sich. So. Azurit-Bonus verfügbar. Dolch im Rücken. Geschehen, wenn mindestens. Ja. Und hier. Nee, da können wir noch nicht. Okay. So, dann geben wir erstmal Quests ab. Einmal hier hinten. Oder unten. Eben wurde er doch noch hier angezeigt. Ah, der läuft hier rum. Wandernder Händler. Hier, komm Trete her. näher und bloß nicht nuscheln. Quest Kommt beenden. wieder mit besseren Was Geschichten. hast du? Nichts, was wir brauchen. Nicht alles Gut, was gibt's hier für eine Quest? Ahoi! Ärger in der Grausteinfeste. Sprech mit Tallis Himmelsherz. Allzeit volle Segel. Okay. Wo ist der? Hier drüben. Das ist dann wahrscheinlich. Moment. Müssen wir dann mal gucken. So, hier drüben ist eine Quest. Ah, zu weit gesprungen. Hier gibt's das Ein Bündel Beste vom Felle Besten liefert aus das Bündel ganz warme Felle an Kutimus. Dandy Jones in Mahlzeit, gute Haderfurt. Reise. Hier drüben. Hä? Keine Ahnung wo. So, hier vorne ist noch eine Quest. Oder hier drinnen. Ach, das ist die, ja genau. Das ist die Schatzkarte. Und dann gehen wir mal hier hoch, geben mal diese Kriegsvorräte ab. Die So, Horde wird fallen. 500 Artefakt macht geil. Bei der Macht der Und wir Allianz. sind nicht Unsere Level Ups. Helden Helden werden der Allianz untergehen. spielt ja eine tragende Rolle in unseren Bemühungen, diesen Krieg zu gewinnen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Horde mit den Sandalari eine Front bildet. Zu eurer Unterstützung habe ich eine Gruppe der besten Krieger aus ganz Azeroth abbestellt. Die 7. Legion, angeführt von Hochkommandant Halford Wyrmwan. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu stehen, Champion. Für Situationen, die etwas mehr Fingerspitzengefühl erfordern, stehen euch Meister Matthias Shaw und seine Agenten des SI-7 zur Verfügung. Champion? Meine Pflichten rufen mich zurück nach Sturmwind, aber ich freue mich bereits auf eure Fortschritte. Ich bin überzeugt, dass dieser Feldzug in fähigen Händen liegt. Viel Glück euch allen. Gute Reise, mein König. Möge das Licht mit euch sein, mein König. Jo. Also dann, Champion. Je früher wir beginnen, desto besser. Einer unserer Agenten ist bereit für eine wichtige Mission. So, was haben wir hier jetzt? Müssen wir gleich mal Ein gucken. wenig stickig hier Mission drin, vom nicht wahr? König. Trefft euch mit Ach, wie vermisse Spionagemeister ich die Matthias Shaw freien auf Himmel der des die Himmels. erlösenden Winde. Ihr werdet folgenden Anhänger erhalten. Falstad Wildhammer. Annehmen. Also, jetzt geht's mit Missionen weiter. Was muss getan werden? So, Mission vom König. Wir bekommen Falstad Wildhammer. Sehr schön.
Krieg der Schatten schickt Falstad auf eine Mission. Schlaft stets mit einem offenen Auge. Hier ist dann der Tisch. Der Schattenkrieg. 2 Stunden. Zack. Und wir bekommen Rekrutierungsbefehle. Gestattet euch, verschiedene Streitkräfte der Allianz von Matthias Schor zu rekrutieren, die eure Kommandanten auf Missionen begleiten. Okay. Und hier sind die Kriegsressourcen. Und wir müssen jetzt 1 Stunde warten. Schade. So, er hat eine neue Quest, die Zandala-Kampagne. Verwendet die Kampagnenkarte von Zandala, um einen Stützpunkt auszuwählen. Möge das Licht mit euch sein. Voldun, helft den Allianzstreitkräften in Voldun, Nasmir und Suldasar. In der Wüste von Voldun gibt es einen Hafen, der vielversprechend für unsere Flotte aussieht. Das Gebiet wird von einem einheimischen Schlangenvolk besetzt, das man als die Seetrak kennt. Sie sind aggressiv und lassen nicht mit sich verhandeln. Uns bleibt kaum eine andere Wahl, als sie auszuschalten. Nasmir. Der Sumpf von Nasmir ist die Heimat der berüchtigten Bluttrolle. Hauptmann Konrad wurde dorthin geschickt, um einzuschätzen, wie wir ihren Hass auf die Zandalari für unsere Zwecke nutzen können. Berichte aus dem Dschungel lassen nichts Gutes erahnen. Helft Brand Bronzebart in Nasmir. Und Suldasar? Suldasar ist das Machtzentrum des Zandalari-Imperiums. Ich habe einige meiner Maulwurfmaschinen an einem Ort namens Xibala eingesetzt. In der Nähe gibt es ein Azurit-Vorkommen, das den König sehr interessieren wird. Meine Jungs sagen, sie werden angegriffen. Helf Kelsey Stahlfunken in Suldasar. Ja, da ist jetzt die Frage, was wir nehmen. Also in der Beta hatten wir ja die einzelnen Gebiete uns angeguckt. Und ich glaube, Suldasar hat mit am besten ausgesehen. Und deswegen machen wir das. So, Quest beenden. Wir sind die Söhne und Töchter. Stützpunkt in Suldasar. Hört euch Kommandant Würmsbands Schlachtplan an und sprecht dann mit Großadmiralin Yes Teret, um zu Talanjis Tadel in Suldasar zu reisen. Auf ein Wiedersehen. Wie sieht euer Plan aus? Licht. Der erste Schlag wird unserer sein. Ach, und das ist nicht vertont. Trefft euch mit Brigadier Tom, einem Offizier. Seine Mannschaft ist auf dem Meer in Schlingern gekommen, aber sie konnte mit Mühe und Not am östlichen Ufer ein kleines Lager errichten. Kelsey? Ja, Sir. Ihr trefft euch an der Südküste Suldasars mit Ambostan Turgaden. Dunkeleisenzwerge. Muster die Lager und erstatten, wegtreten. Okay. Sprecht mit Yes Teret, um nach Suldasar zu reisen. Die hier werden wir dann erstmal ausblenden. Weil wollen wir ja nicht. Wir wollen ja erstmal hier questen. So, dann. Wo war die Achso, die Quest hatten wir ja, wollen wir ja noch nicht annehmen. Wir haben einmal Azurit-Bonus. Azurit verstärkt. Erhöht die Gegenstandsstufe dieses Gegenstands um 5. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wo wollten wir jetzt weiter questen? Wie kommen wir hier hin? Bronhafen. Wo ist der Flugpunkt? Da oben. Na, schaffe ich's? Ja. Ich hab's geschafft, ohne abzumounten. Wir fliegen jetzt erstmal nach Bronhafen, geben die eine Quest ab. So wie sich das für mich angehört hat, ist das eine Inni-Quest. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, da müssen wir dann gleich mal gucken. Was haben wir eigentlich hier noch zu tun? Also wir haben noch 2
Zwei Kapitel, die wir abschließen müssen. Wir haben hier eine Menge Quests, wo wir wahrscheinlich... Also ich würde sagen, wir fahren dann mit dem Schiff erstmal hier hin. Von hier aus. Das glaube ich am besten. Hier auch eine Quest. Ach nee, das ist der Flugpunkt. Okay. So, dann einmal hier querfeld ein. Aschenwindgießerei. Gegner. Noch mehr Gegner. Oh, wir sind ja 112. Habe ich ja gar nicht gesehen, dass wir 112 sind. Ja, verfolgt mich. Kriegst mich eh nicht. Da drüben ist ein Seebeilieder, auf den habe ich jetzt aber auch gerade keine Lust. Also hier oben waren wir noch nicht gewesen. Das weiß ich. So. Bleibst du draußen? Ja. So, Quest beenden. Notdürftig zusammengeflickt. Verbindet 5 verletzte Marinesoldaten. Und hier drüben ist noch eine Quest. Tod aus 2 Richtungen. Tötet 8 Salzzahnsaurolisken. Machen wir doch. Nur tote Hexen so. Sind gute Hexen. Und die sind alle hier. Dann würde ich sagen, machen wir morgen.